Also es kommt auch darauf an, in welcher Formation wir dann auflaufen, wie wir den Gegner bespielen. Klar ist das eine Möglichkeit. Also die sind alle, im Moment sind die alle relativ dicht beisammen. Auch Jonas Hofmann ist richtig gut dabei. Das ist alles relativ eng. Wir haben da die Qual der Wahl auf diesen Positionen. Die Qual der Wahl. Bei der Personalfrage hatte das André Schubert, seit er Trainer der Fohlenelf ist, wohl nicht gehabt. Doch seit dieser Woche hat Patrick Falco Herrmann wieder mit der Mannschaft trainiert. Gut 5 Monate nach seinem Kreuzbandriss im linken Knie, wochenlang im Kraftraumtraining und im Januar auch wieder individuell am Ball. Entsprechend groß war seine Freude, am Donnerstag wieder mit den Borussen-Kollegen zu trainieren. War gestern dann ein Geburtstagsgeschenk, also Flacco hat heute Geburtstag. Und dementsprechend freuen wir uns natürlich, dass wir ihm jetzt zum Geburtstag dieses Geschenk machen konnten und er wieder mit auf dem Platz dabei war. Und man merkt ihm natürlich an, dass er einfach sich freut, dass es für ihn persönlich ganz, ganz wichtig ist, wieder Teil der Mannschaft zu sein auf dem Platz. Das war er die ganze Zeit auch, aber er sagt auch, dass er den Kraftraum dann natürlich irgendwann nicht mehr sehen kann, sondern er möchte dann natürlich auch wirklich mit den Jungs dann wieder Fußball spielen. Bei kalten Temperaturen standen die Fohlen auf dem Platz, allerdings fehlte Martin Stranzl bei der Einheit. Der Österreicher zog sich im Training am falschen Dienstag eine Wadenprellung zu. Ausgerechnet vor dem Spiel gegen Hamburg, wo er sich in der Hinrunde so schwer verletzt hatte. Das habe ich schon gesagt, ich bin kein Wunderwuzi, wie es so schön heißt in Österreich. Wunder vollbringen kann man dann nicht, wenn dann wirklich so eine große Verunsicherung auch irgendwo da ist, sondern Stück für Stück sich wieder ranarbeiten. Ob er gegen Hamburg zum Einsatz kommt, bleibt abzuwarten. Der Trainer sagt eher nicht, für Stranzl zählt jedenfalls eines. Gegen Hamburg, klar, ist ein wichtiges Spiel wieder, aber für mich ist jetzt kein Unterschied, ob es jetzt gegen Hamburg oder gegen sonst irgendeine Mannschaft geht. Das Wichtige ist, dass wir an der Leistung anknüpfen, die wir gehabt haben jetzt gegen Werder Bremen. Wie es am Sonntag im defensiven Mittelfeld aussehen soll, weiß Schubert schon recht genau. Immerhin ist Granit Xhaka nach abgelaufener Rotsperre wieder dabei. Ja, freue mich, dass er wieder zurück ist. Hoffe, dass er nicht nächste Woche gleich wieder weg ist, weil er hat eine vierte Gelbe. Hat, glaube ich, in vielen Spielen der Hinrunde mit Mo zusammen zentral sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Neben Xhaka wird Mahmoud Daoud auflaufen. Der 5:1 Heimsieg gegen Bremen macht wieder Lust auf mehr. Außerdem, von den vergangenen 6 Auswärtsspielen beim HSV verlor die Borussia nur eines. Am Sonntag sollten also die nächsten 3 Punkte drin sein. Um 15:30 Uhr ist Anstoß.